So, heute möchte ich einfach schon ein Thema behandeln mit euch zusammenforschen, mit eurer Aufmerksamkeit. Und das ist ein Thema, was mich einfach auch sehr interessiert und der einfach in alle Bereiche des Lebens ja, sehr interessant ist und finde einfach wichtig, dies zu forschen, damit wir einfach mehr Freiheit im Handeln, in Entscheidungen einfach auch haben und ja, vielleicht neu entscheiden können. Das ist, wir hatten in unserer Arbeit der intuitive Intelligenz Umfeldgenetik geforscht und wir hatten aus vielen Menschen Wissen herausgeholt in diesem Bereich, Menschen, die einfach diese angeborene Kompetenzen einfach auch hatten. So, es gibt natürlich auch einige Bücher darüber, aber was für mich einfach interessant war, diese Themen habe ich die nicht durch Lesen erworben, sondern in den einfach auch durch meine Arbeit mit intuitiver Intelligenz, die jetzt organistische Intelligenz einfach auch heißt, das Wissen und Können aus den Menschen herausgeholt in Seminaren. Okay. Das war für mich immer spannend. In vielen Jahren, es war nicht mehr notwendig, einfach Bücher zu lesen, weil eben die meisten Seminarleiter, also Seminarteilnehmer, sind zu Seminarleiter geworden in kurzer Zeit, ob es Geburtsgenetik oder Erbgenetik oder ja, in diesem Bereich haben wir einfach, jeder der Teilnehmer hat viele Seiten geschrieben, hunderte von Protokollen sind auch geschrieben worden über Genetik, über natürliche Genetik und das ist einfach auch, sind alle Weisheit und Wissen und gleich angewendetes Wissen, intuitives Wissen, wo die Leute einfach auch für andere geschaut haben und die Resonanz sofort bekommen haben, dass ihre Informationen einfach auch richtig sind. So, es gibt natürlich Bücher, einige Bücher darüber, die habe ich danach einfach auch kurz gelesen oder Zeitschriften wie Bilder der Wissenschaft, die einfach auch ausführlich darüber berichten und natürlich in einen Wortschatz, der einfach auch manchmal verständlicher ist als meins. Aber ich habe einfach auch die Ehre, ohne zu lesen, durch das Lesen aus dem Körper der Menschen, durch die intuitive Arbeit, durch die Resonanzfelder, die einfach auch geschaffen worden sind, diese Informationen bekommen zu haben. Das heißt, eben, egal wo wir sind, wir könnten einfach überall, wenn Menschen zusammenkommen, Universitäten gründen, wo Wissen von innen kommt. So wie es eigentlich die Gründung aller Wissenschaften ist, alles immer intuitiv. Und dass wir wieder die Tradition folgen, wo ja, wo wie in Griechenland oder Sizilien, Aristoteles, Sokrates oder alle östliche und westliche Wissenschaftler, Mystiker, afrikanische und amerikanische einfach auch von der Azteken, Inka und so weiter, dass die einfach auch alles, was sie erfahren haben, einfach von innen herausgeholt haben, aus der eigenen Genetik, aus dem eigenen inneren Wissen, in dem sie einfach auch in Stille gegangen sind, sich nicht durch Äußere haben beeinflussen lassen, sondern durch die innere Wahrnehmung zu dieses Wissen und Können gekommen sind.
So, möchte ich einfach auch zitieren, einfach Bücher, vernetzte Intelligenz zum Beispiel. Und eben ein Artikel, was mich einfach auch sehr interessiert hat, der deutsche Biophysiker Franz Albert Popp erforscht seit Jahren das Phänomen der Biophotonen, also einer natürlichen Lichtstrahlung, die von jedem lebenden Organismus ausgeht. Diese Biophotonenstrahlung ist sehr schwach und nur durch erhebliche Verstärkung in der Dunkelkammer sichtbar zu machen. Dabei machte Popp und seine Mitarbeiter die erstaunliche Beobachtung, dass die Ausstrahlung immer zu Anfang, kurz nachdem man das Gewebe in die Dunkelkammer brachte, stärker war und erst dann langsamer auf einen stabilen Wert. Die eigentliche Biophotonenstrahlung abfiel. Das heißt, unser Körper strahlt nicht nur Licht ab, sondern ist auch in der Lage, Licht aus der Umgebung aufzunehmen. Dies ist natürlich in der Dunkelkammer nicht mehr möglich, wodurch es zu dem beobachteten Abfall kommt. Irgendetwas in unser Körper kann also Lichtenergie speichern, wodurch bewiesen ist, dass wir uns unabhängig von der Nahrung, die wir zu uns nehmen, so einen kleinen Prozentsatz auch direkt von Licht ernähren. Wie sich schnell herausstellte, ist der gesuchte Lichtspeicher unser Körper niemand anders als die DNA, die bekanntermaßen auch am stärksten an der Biophotonenstrahlung beteiligt ist. Durch die charakteristische Form dieses Riesenmoleküls, eine gewundene Doppelhelix, stellt die DNA nämlich eine geradezu ideale elektromagnetische Antenne dar. Eben, und da wird einfach auch das, was da gespeichert ist, ist natürlich nicht nur Erfahrungen dieses Lebens, sondern ist niemand draußen ist. In der DNA sind natürlich Erbinformationen, das heißt, dort sind einfach auch gespeichert Erfahrungen, was unsere Vorfahren gehabt haben. Oder nehme ich an, alle Menschen, die auf dieser Erde sind und natürlich Erfahrungen auch, die im Kosmos geschehen ist, Planeten, Kompetenzen und alles, was das Universum ausmacht. Natürlich nur in Masse das, was wir brauchen und das, was mit uns einfach auch zu tun hat. Und um weitere Informationen einfach zu bekommen, aus der DNA musste man eigentlich Schritte machen, indem man einfach neue Toren oder Türen öffnet. Aber grundsätzlich dieses Riesenmolekül ist nicht nur eine Antenne, sondern auch ein Speicher. Eines Teils ist die langgestreckte und damit eine Stabantenne, die sehr gut elektrische Impulse aufnehmen kann. Andererseits ist sie von oben gesehen ringförmig und damit eine sehr gute magnetische Antenne. Was geschieht mit der elektromagnetischen Energie, die die DNA aufnimmt? Sie wird ganz einfach in ihr gespeichert, indem das Molekül einfach ausgedrückt in Schwingung versetzt wird. Also Speicher wird in Schwingungen gespeichert. Physikalisch nennt man ein solches System einen harmonischen Oszillator. So, das heißt, wenn ich geboren werde, bin ich nicht eine Tabula Rasa. Ich bin eine Tabula Rasa, was eigentlich mein Arbeitsspeicher oder mein Jetztspeicher einfach auch betrifft. Aber als geborenes Kind habe ich in meine DNA praktisch das ganze Wissen und das ganze Können des Universums entsprechend
der Aufgaben, die ich als Wesen übernommen habe, entsprechend die Aufgaben, die meine Vorfahren auf sich genommen haben, also alles ausgerichtet. Deswegen ist einfach auch wichtig, dass jeder forscht, dass in den Universitäten und überall Forschungszentrum und Hilfezentrum, wo die Menschen geholfen werden, für das Erfassen deren eigene individuelle Intelligenz geholfen werden. Oder Talente oder Kompetenzen, Kernkompetenzen, Nebenkompetenzen und so weiter. Natürlich, das große Problem ist, was mache ich jetzt? Ich bin in einem Umfeld, ich bin aus einem bestimmten Familiensystem, also genetischen Code. Wie verknüpfe ich einfach, was gebe ich von mir in diesem Umfeld, in dieser Stadt, in diesem Dorf, in diese Familie? Was ist jetzt meine Aufgabe und wie? Welche Informationen nehme ich einfach von Umfeld auf, welche gebe ich weiter, wie handle ich, wie findet einfach diesen ganzen Prozess einfach auch statt. Ja, wo fangen einfach die Impulse an? Wir haben den freien Wille. Und wir können einfach überhaupt nicht hören. Ein Teil ist natürlich schon vorprogrammiert durch die Art, wie wir aussehen, durch die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Einen anderen Teil können wir einfach auch Impulse geben, die eine Sache oder die andere einfach auch zu aktivieren oder nicht zu aktivieren. Ich lese weiter. Wir Menschen tragen also in jeder Zelle unseres Körpers ein technisches Hochleistungsgerät, einen Mikrochip mit 3 GB Speicherfähigkeit, der elektromagnetische Informationen aus der Umwelt aufnehmen, speichern und möglicherweise in veränderter Form auch wieder abgeben kann. Was heißt in veränderter Form? Also ich treffe in irgendeiner Form Entscheidungen, diese Informationen aufzurufen oder nicht aufzurufen, zu verwenden, zu verknüpfen, dann mit anderen Informationen von anderen Systemen. Und wie geschieht einfach auch dieses Prozess? Das würde ich gerne einfach auch in irgendeiner Form weiterforschen. Eben für mich einfach die beste Atmosphäre, um solche Erfahrungen zu machen, ist ein Seminar oder eine Ausbildungsgruppe, wo wir einfach auch schauen, oder lesen intuitiv, welche Impulse der eine oder der andere einfach auch gibt. Und aus dem Lesen dieser Impulse sieht man einfach auch, welche Entscheidungen die Seele getroffen hat. Ich nehme an, dass die Seele diese Entscheidungen einfach auch trifft. Irgendein Meister in uns, ein Organ oder ein Meister oder durch das, was um uns herum geschieht, entsteht einfach der Impuls, so jetzt möchte ich einfach auch in diesem Gebiet einfach forschen und ich aktiviere in meine DNA das Lesen, das Empfangen in den Formen, die für meinen Körper, für mein Sein einfach auch möglich sind. Ich aktiviere einfach auch diese Informationen und nehme einfach lese aus diesen magnetischen Schwingungen das, was ich jetzt im Moment gerade brauche. Und natürlich Stille, Natürlichkeit, so eine empfängliche Haltung ist einfach auch notwendig.
So, ich lese noch, die technischen Daten der DNA als Oszillatorantenne sind schnell ermittelt. Wir wissen, dass Moleküle ausgestreckt etwa 2 Meter lang wären, damit es eine eigene Eigenfrequenz von 150 Megahertz. Schon wieder eine bemerkenswerte Zahl, denn diese Frequenz liegt genau im Bandbreit unserer menschlichen Radar, der Telekommunikation und Mikrowellentechnik. Auch wir benutzen also gerade diesen Frequenzbereich für Kommunikation und Ortungszwecken. Ein Zufall? Natürlich, alles, was wir technisch entwickelt haben, Internet, Handy, alle diese Kommunikationsformen, sind nur möglich, weil wir Menschen das natürlicherweise auch können. Und ein erster Schritt ist das, durch die Technik einfach auch zu entwickeln, damit wir daran erinnert werden. Deswegen ist für mich die Aufgabe von GTV sehr wichtig, dass die Geschenke, die uns gemacht worden sind, durch die Entwicklung der Technik, zu erkennen, dass es eigentlich nicht gelebte menschliche Kompetenzen sind. Also wir können, wie Handy funktionieren, wir können, wie Internet kommunizieren, einfach von Körper zu Körper, von DNA zu DNA, so wie die Natur es einfach auch macht und es uns einfach auch vormacht. Und solange wir uns nicht trauen, schult uns einfach auch die Technik. Hier, das, was die Technik kann, das könntest du, aber du glaubst nicht, dass du das einfach auch kannst. Ich glaube nicht, dass bemerkenswerte technische Entdeckungen gemacht wären, wenn wir Menschen es selbst einfach auch nicht könnten. Also Grundentdeckungen. Außerdem kann die DNA natürlich auch alle harmonischen Oberwellen von 150 MHz speichern, also natürlich auch sichtbares Licht. Die 22. Oktave von 150 MHz liegt gerade in diesem Bereich. Die Farbe dieser Lichtstrahlung ist übrigens blau. Es ist Zufall, dass die Sonnenstrahlung von der Erdatmosphäre gerade so gebrochen wird, dass wir auf einer Welt mit blauem Himmel leben. Also, man kann diese ganze Diskussion über wissenschaftlich bewiesen oder nicht bewiesen ein bisschen aufhören. Weil wissenschaftlich bewiesen ist nur die Natur, um was in den Resonanzfeldern sowie in den Wirtschaftssystemen einfach auch funktioniert. Das heißt, alle diese Organisationen, die sagen, das ist wissenschaftlich bewiesen, nur aus irgendwelchen Interessengruppen. Es ist eigentlich, wir hatten eine schöne Sendung gemacht über wissenschaftlich bewiesen. Das ist gesetzlich nicht erlaubt, offiziell zu sagen, dies ist wissenschaftlich bewiesen, denn es ist nur eine These. Es ist nur irgendeine Organisation, die Geld hat, die das gemacht hat. Aber wissenschaftlich bewiesen ist nur die Natur und sonst gar nichts. Und jeder Mensch sieht es und hat es in den eigenen Körper, fühlt es. Also wissenschaftlich bewiesen ist das, was wir fühlen, dass es richtig ist. So wie wenn wir einkaufen gehen, wir kaufen nur die Kleider, die wir fühlen, die für uns gut sind. So wenn wir essen, könnten wir einfach auch fühlen, was für uns gut ist und was nicht gut ist. So, ich lese weiter. Jetzt sind wir an der gleichen Stelle angelangt, wie die Professoren Nimtz und Chiao vor einigen Jahren bei ihrem Experiment zum Tunneleffekt. Wir wissen, dass die DNA Licht speichern und abgeben kann, sie ist aber grundsätzlich auch ein Informationsspeicher. Nimmt die DNA dann nur die Lichtenergie auf oder kann sie auch
in der elektromagnetischen Schwingung enthaltene Informationen aus den Lichtspeichern bzw. durch ihre Ausstrahlung wieder abgeben, ist die DNA ein weiteres Kommunikationsorgan unseres Körpers und lässt sie sich durch elektromagnetische Strahlung vielleicht sogar manipulieren? Das heißt, so wie ich das verstehe, wenn in einem Ort, in einem Haus etwas geschehen ist oder ein Schlachtfeld, Menschen gestorben sind oder etwas Ungewöhnliches geschehen ist, ein Mensch wurde da erleuchtet oder hat ein Akt, eine Heldentat begangen oder eine gute Idee bekommen, dass diese Schwingungen eigentlich natürlich auch von der Erde aufgenommen werden. Also die Bäume, die Räume, die Erde nimmt einfach diese Informationen oder tauscht einfach auch, wenn sie wesentlich sind, wenn der Wille da ist, diese Information so in ein Gebiet, die Bäume, die Pflanzen, die Menschen, die Luft bekommt Informationen, dass etwas sehr Schönes geschehen ist, da fühlt man sich gut. Oder dass in diese Räume sehr gut kreativ die Menschen waren oder gut gekocht haben oder gefeiert haben oder jemand umgebracht worden ist oder missbraucht worden ist. Und deswegen haben wir oft Sensationen, wenn wir hier oder da einfach auch hingehen, da fühlen wir uns gut, sehr entspannt und dort bekommen wir vielleicht eine Angst oder was Ähnliches. Und natürlich, wer sich trainiert, also ich war trainiert, habe ich auch hunderte von Leuten ermutigt, diese Informationen zu lesen, egal wo ich hingehe, kann ich einfach auch überall diese Informationen lesen, die ich einfach auch nur erlaube und entwickelt habe. Also ich bekomme Informationen, wenn ich in Schlösser gehe, habe ich ganz oft Schlossführungen gemacht und konnte genau sagen, was da geschehen ist. Konnte ich einfach Schlossführer sein, habe ich schon mal gemacht. Die Leute sind hinter mir gekommen, anstatt hinter dem Schlossführer, der ausgelesene Bücher die Informationen gegeben hat. Und warum einfach auch in dieser Stadt oder in diesem Umfeld eine bestimmte wirtschaftliche, kulturelle oder politische Entwicklung nicht gegeben hat oder gegeben hat, wo einfach alles schlechter geworden ist oder besser geworden ist. Eine der letzten Erfahrungen hatten wir eben in Bayreuth durch die Wertschätzung von Wilhelmine von Bayreuth, die einfach auch durch Kunst, durch ihr Wille, durch diesen Bau, diese wunderschöne Theater, dadurch, dass sie so viele Künstler und Wissenschaftler zusammengebracht hat, dass sie einfach auch gefeiert wird, weil dadurch ist das Territorium geprägt von diesen Heldentaten, die sie einfach auch vollbracht hat. Ja, die Frage, also nimmt die DNA auch nur die Lichtenergie auf oder kann sie auch in der elektromagnetischen Schwingung enthaltene Informationen aus dem Licht speichern bzw. durch ihre Ausstrahlung wieder abgeben. So, das werden wir gleich sehen. Ist die DNA ein weiteres Kommunikationsorgan unseres Körpers? Für mich ist das der einzige richtige, der Grundorgan, Grundkommunikation des Körpers. Das Wesentliche wird gespeichert, das Unwesentliche nicht. Was wesentlich oder unwesentlich ist, das können wir einfach auch nochmal schauen, was wird in der DNA gespeichert und was nicht.
denke, es wird gespeichert, alles, was das Magnetfeld einfach auch beeinflusst. Und lässt sie sich durch elektromagnetische Strahlung vielleicht sogar manipulieren? Ja, die Frage weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Ich glaube grundsätzlich nicht. Also wir können natürlich eine Atombombe irgendwo hinwerfen, das Umfeld ist gestört, aber ich glaube, die Grundinformationen sind immer noch da und dass die sich einfach auch nicht manipulieren lassen, dass sie irgendwo noch gespeichert sind, weil sie einfach auch, weil diese Grundinformationen einfach sich sowieso ausbreiten. Das heißt, wenn was Schlimmes oder was Schönes einfach geschehen ist, ich kann diese Informationen durch eine elektromagnetische Manipulation verändern, aber diese Informationen sind nicht nur da vor Ort, sondern sind sie sowieso, wenn sie wesentlich sind, in das gesamte Magnetfeld des Universums einfach auch gespeichert. Und die können natürlich von anderen Menschen abgerufen werden. Das heißt, ich kann in dieses Territorium gehen. Und auch wenn, oder dieses Territorium fühlen und auch wenn eine Atombombe das Ganze verändert hat, ich habe immer noch Zugang zu dieser Information. Also grundsätzlich für das Wesentliche, für das Oberflächliche schon, aber für das Wesentliche, das was geschrieben bleibt, können für mich aus dieser Überlegung lässt sich die DNA durch elektromagnetische Strahlung nicht manipulieren. Aber ich denke, dass hier auch anders gemeint wird. Unabhängig von der biochemischen Funktion als Eiweißproduzent ist die DNA ein komplizierter elektronischer Biochip, der mit seiner Umwelt kommuniziert. Wie die neueste Forschung aus Russland ergeben haben. So, die Erkenntnisse des russischen Forschergruppe um Piotr Karjajew von der Moskauer Akademie der Wissenschaften sind bahnbrechend. Man bestrahlte die DNA mit elektromagnetischen Wellen, die nicht nur pure Energie darstellten, sondern moduliert, das heißt informationstragend waren, so wie es in unserer modernen Kommunikationstechnik auch der Fall ist. Es ergab sich, dass die DNA tatsächlich solche Informationsmuster aufnimmt und sogar weiterverarbeitet. Dies gilt nicht nur für Licht, sondern auch für andere Bereiche des elektromagnetischen Frequenzspektrums. Etwas für die heute gängige Radar- und Handyfrequenzen. Die Auswirkungen auf das Verständnis möglicher Gesundheitsschäden durch die moderne Kommunikationstechnik sind immens. Näheres hierzu kommt gleich. Okay, das ist für mich ja, ist eine Manipulation. Natürlich können wir alle Wellen manipulieren. Und diese Informationen werden weitergegeben, auch wenn ich bestrahlt werde und manipuliert werde, dann wiederhole ich wie ein Affe, so wie die meisten Menschen einfach auch tun. Das habe ich gelesen oder gehört im Fernsehen. Ich werde manipuliert oder durch diese Bombardierung von Informationen. Ja, ich verhalte mich so. Die sind auch irgendwo gespeichert, aber für mich eigentlich. Wenn ein Mensch aufwacht, kann sofort dies einfach auch erkennen und die seifenblasende Manipulation, auch wenn sie 1000 Jahre lang dauern, sind eigentlich,
nicht in das Wesentliche gespeichert. Das heißt, wir das heißt, Manipulation geschieht nur, wenn wir nicht wach sind, wenn wir nicht aufmerksam sind und die Ausweitung der Manipulation, der versteckten Manipulation in alle unsere Demokratien, die man mit ein bisschen Geld jeder einfach auch jetzt macht, auf sehr subtile Art, ist nur ein Zeichen, dass wir einfach auch nicht entspannen, dass wir einfach nicht tief gehen, dass wir das Lesen, das authentische Lesen aus das, was unsere Natur ist, nicht üben, nicht pflegen und nicht aufmerksam sind. Das heißt, der Teufel Manipulation ist eigentlich nur ein Erkenntnis oder ist ein Impuls für uns, ist eine Störung, die uns vielleicht einfach helfen kann oder Impulse geben kann für eine neue menschliche Entwicklung, für neue Schritte in das Bewusstwerden von alles, was um mich einfach auch geschieht. Also diese Manipulation, die auf 1000 Kanäle und auf 1000 Ebene einfach auch stattfindet, kennen wir Anklagen, aber grundsätzlich lade ich einfach dazu ein, die Verantwortung zu übernehmen, dass alle manipulierenden Kräfte sind nur ein Hinweis auf unsere nicht gelebte Größe. So. Das heißt, wir können einfach uns beschweren, wir können das anklagen, wir können Demo machen, wir können das angreifen, aber für mich hat es das Ganze einfach auch nur einen Sinn. Ah, meine Haare sind so durcheinander. Hat das Ganze nur einen Sinn, wenn wir in erster Linie, ich übernehme die Verantwortung, dass ich mein Sein, meine Menschlichkeit nicht so lebe, konform mit der Natur, mit das, was uns die Natur lehrt, dass es Menschen gibt, die das ganze Leben aufopfern, um mir das zu zeigen, indem sie mich manipulieren, um mir einfach auch zu zeigen, dass ich Möglichkeiten habe der Entwicklung und der menschliche Erweiterungen, der Bewusstseinserweiterungen. So, das heißt, dieses Naturprinzip, so wie die DNA funktioniert, dieses unglaublich schönes Speichermedium und Kommunikationsmedium, denn natürlich dem Internet sind nur Spielzeuge, was Internet und Google kann, das kann der menschliche Körper in milliardenfacher Weise mehr, besser und geht einfach, wir können einfach auch in Dimensionen gehen, die, wie man es schön sagte, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. So, deswegen einfach auch die Einladung, über GTV dies einfach auch zu entwickeln, was ein bisschen natürlich an alle zugute kommt, in den einfach auch weltweit Forschungsgruppen eingesetzt werden, rauskommen, sich entwickeln, entstehen, wo
das Lesen aus unseren Speicher, die in unser Körper ist, als Schwingungsmatrix, dass wir lernen, mehr und mehr und mehr und mehr die Wahrheit zu lesen aus der Natur. Je mehr Leute das machen, desto mehr wird sich die Manipulation natürlich auch automatisch zurücknehmen. Denn ich beschwere mich auch ständig, aber Manipulation ist ein Hilfsmittel, der uns auf unsere nicht gelebten Talente und Kompetenzen einfach auch hinweist. Ja, wenn jemand was zu sagen hat, gerne. Kann gerne anrufen. Ja. Eine Frage vom Publikum. Bitte schön. Also die Frage, die ich mitkriege und auch gelesen habe, die immer wieder auftaucht. Also viele spüren, dass es Zeit ist, den Ort zu wechseln, umzuziehen, und dann klappt es nicht. Ist es dann manchmal eher eine Flucht oder, so wie wir aus den Seminaren ja auch mitbekommen haben, gibt es Kompetenzen, die genau erkennen, warum man da wohnt, wo man wohnt. Jetzt die Frage, wie kann man erkennen, ob ich da, wo ich jetzt bin, richtig, ob es noch gut ist, da zu sein, gibt es dann wirklich immer eine Aufgabe zu erfüllen? Oder wenn ich zu früh ausziehe, verfolgt mich das dann? Wie komme ich dahinter? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und warum tauchen da, wo ich bin, vielleicht die und die Probleme auf? Hat das immer wirklich mit einem selbst zu tun oder bin ich manches Mal mehr oder weniger auch ausgeliefert von den Umständen außerhalb oder hat es immer mit mir zu tun? Das ist so die Frage. Ja, generelle Frage ist ein bisschen schwierig zu antworten. Ausgeliefert, das ist eine Bezeichnung. Die andere Bezeichnung ist Hingabe, ne? Das heißt, es gibt Realitäten und das heißt, du kannst nichts anderes wollen, als die Realitäten zu leben. Das heißt, wenn du in Nordbayern bist, oder wie manche es Niederbayern nennen, kannst du genießen die Hauptenergie, die da ist, die Freundlichkeit oder die Ruhe oder das, was das Umfeld einfach auch ausmacht. Und dann kannst du einfach dich von dieser Ruhe ernähren, annehmen und in deinem, also das Reichtum, was hier auf dem Territorium ist, annehmen, genießen und dich bereichern. Und dazu hast du dann die Möglichkeit, weil du ein anderes Reichtum hast, dich in diesem Umfeld zu profilieren. Das heißt, an diesem Umfeld deine Impulse einfach auch zu geben, durch so wie du siehst, so wie du handelst, so wie du begrüßt, so wie du einkaufen gehst, so wie du wandern gehst oder läufst, kannst du einfach diese Impulse einfach auch geben. Und ja, und
dann ich glaube, dass es manchmal es gibt einen bestimmten Zweck, warum man etwas macht. Du ziehst ihr dahin einfach aus irgendeinem unwichtigen Grund, aber oft es ist einfach auch ein Grund, was du einfach auch schon länger geplant hast. Ich glaube, dass wir einfach auch hier sind. Es ist einfach auch ein Austausch hier in Ober- in Nordbayern, in dem wir einfach auch genetisch das Umfeld bearbeiten, wo eigentlich Sachen geschrieben sind auf dieses Territorium, die, so wie wir das oft gesehen haben, einfach auch mit Herbert. Ne? Und irgendwie haben wir es auch bestellt. Ja. Fülle, Platz. Ja. Ja, stimmt, Natur, ja. Eigentlich ja. Alles ist da, das, was wir uns irgendwie weniger bewusst ja. oder unbewusst bestellt haben. Ja. Eben, das heißt, generell würde ich die Frage einfach nicht beantworten, weil es sind einfach immer, ich würde individuell einfach auch schauen, die verschiedenen Faktoren, die dazu einfach auch beigebracht haben, die Absicht, die Bestellung, würde ich einfach auch einzeln einfach auch schauen. Hast du eine, ja, eine genauere Frage? Durch das Thema in Video, was du gesagt hast, ist, nur eine, ist mir nur was bewusst geworden, was ich vielleicht mitteilen kann. So, ich komme hier vor wie auf so einer kleinen Insel, auf einer einsamen Insel. Mhm. Insel auch deswegen, ja, weil ich zurzeit kein Auto habe und nicht fahre. Das heißt, ich bin mehr oder weniger angewiesen auf Auto, aber es macht mir. Also es kommen Impulse, aber es macht mir irgendwie noch nichts aus. Das ist, ich genieße das irgendwie. Ich genieße das, nicht wegkommen zu können. Irgendwie. Es ist wie so. Das heißt, wenn ich entscheide, wirklich auch von meiner einsamen Insel hier in unserer auch mal wegzukommen, dann werde ich entscheiden, auch wieder das Fahren zu lernen. Also es ist. Das hat damit zu tun. Momentan irgendwie scheine ich es noch zu genießen. Also auf die so Frage, ja. Eingeschlossen sein irgendwie. Auf die Frage für hier, ja, das ist interessant. Ich denke, ein Anteil einfach in dieser Entscheidung, dass du einfach auch hier, mein einsam sind wir nicht, wir freuen uns, wenn wir 3 Stunden alleine sind, aber ich weiß, was du meinst, das Umfeld hat es auf sich. Ne? Und diese Entscheidung, einfach hier zu sein, so wie ich das einfach wahrnehme, kommst du nicht drum rum, was auch Teil deiner Bestellung ist, einfach hier deine Emotionen oder versteckte Emotionen zu stellen. Denn drumherum wird immer, also das Umfeld bringt dich einfach auch dazu, also die Stille einfach auch, die hier ist und die Weite, die einfach auch hier ist, zeigt dich immer mehr so, jetzt es sind nicht diese ganzen elektromagnetischen Schwingungen, die mir erlauben, Emotionen zu unterdrücken, sondern hier habe ich die Möglichkeit und die Chance, einfach auch dies auszudrücken. Und das hat für mich schon zum Teil auch mit dem Territorium zu tun. Wenn ich mir jetzt ja, Niederbayern schaue, das Umfeld, also die Information, die ich oft bekomme, dass dieses Umfeld hier sich oft unterworfen hat, geschichtlich. Und durch die Unterwerfung sind einfach auch, die Unterwerfung war nicht authentisch. Mhm. Ne? Das klingt komisch, aber immer wenn die Eroberer kamen, man könnte sich intelligent unterwerfen, indem man einfach die Eroberer erobert, ne? Mit dem eigenen Sein. Der Mensch hat immer Möglichkeiten. Oder man kann sich unterwerfen, indem man sich einfach auch
versteckt, dass man sich nicht unterworfen hat. Und für mich einfach in das Territorium sind einfach auch diese Energien gespeichert, dass es einfach auch geschehen ist, dass Teile von Niederbayern sich unterworfen haben, aber versteckt haben sie Widerstand geleistet. Und das ist auch, wenn sich hier Großindustrie ansiedelt, BMW oder so, diese großen Industrieansiedlungen schaffen es nicht, dieses Umfeld Informationen einfach auch zu verändern. Nur du oder andere Menschen könnten das einfach auch machen. Das sind einfach bewusste Menschen, einfach die Möglichkeit haben. Das heißt, wenn du jetzt das hier unterrichten würdest, hier Umgang mit Emotionen, mit unterdrückten Emotionen, wurde, ich denke im Raum Landshut, Landau, Dingolfing, ich weiß nicht, ob das einfach auch bis Ingolstadt geht oder Passau. Ingolstadt ist weiter weg. Ist weiter weg, ne? Ich glaube eher, dass das einfach auch, wenn du dir den Weg der Emotionen einfach anschaust und anfängst, das zu forschen und zu unterrichten, dass hier in diesem Bereich das einfach auch angenommen wird. Das, was ich denke, damit im Zusammenhang steht, was ich hier sehr schätze an dem Gebiet, ich hätte mir vor ein paar Jahren, wenn jemand gesagt hätte, ich ziehe mal irgendwann nach Niederbayern, hätte ich dem Vogel gezeigt, weil Niederbayern ist so ein, hat irgendwie so einen Touch von, oh, die sind ein bisschen zurückgeblieben oder so ein bisschen hinterm Mond. Die haben nichts anderes zu tun, als nur an Essen zu denken. Niederbayern ist eher für den Genuss und Essen. Und seitdem ich hier bin, jetzt weiß ich auch, warum ich oder wir hier sind, also ich kann nur von mir sprechen, ich merke, dass mein Wunsch ist, immer mehr zurück zur Ursprünglichkeit und Einfachheit. Und das ist hier total gegeben. Die Menschen, denen man hier begegnet, und man spürt es auch, wenn man hier ausgeht oder in den kleineren Orten, auch größeren Orten, es ist so normal, es ist so nichts Aufkandideltes, die sind einfach normal, so ursprünglich, wo man vielleicht den ersten Moment denkt, ups, so anders, ne, so, aber so einfach normal und einfach, und das tut mir total gut, und da merke ich, das ist so das ist so meine Devise auch, die ich immer mehr leben möchte. Einfach echt sein. Einfach echt sein. Und das ist so das, was mir das Umfeld spiegelt und was gut tut. Ja, und das ist die Stärke. Anstatt nur am Essen zu denken und Emotionen zu unterdrücken mit dem Essen, hätten sie einfach auch, als sie erobert worden sind, in dieser Eroberung hätten sie einfach auch weiterhin natürlich sein können, und dann hätten sie dann angezogen. Dann wäre München nicht so pompös gewesen oder verstockt oder übertrieben Größenwahn, sondern hätte das, die Eroberer hätten gelernt von dieser Natürlichkeit. Und du hast es wirklich gut ausgedrückt, dass es die Leute denken nur am Essen, das heißt mit Essen, ist nicht als Genuss, zum Teil ist es Genuss, aber grundsätzlich mit dem übermäßigen Essen wird einfach auch die Emotionen unterdrückt. Ja, deswegen habe ich mit mir einiges bewusst, deswegen fange ich jetzt an, einfach mit Ernährung oder seit einiger Zeit, und es geht da ziemliche Sachen durch, indem ich bewusst mich nicht mehr den Gelüsten und den, nee, Gelüsten ist, der Sucht und der Gier hingebe, sondern bewusst und auf Rohkost, ja, also mir das anschaue. Und ich denke, dadurch, dass ich das mache, wird sich auch im Umfeld was ändern. Mal gucken. Ja, wirst du einfach berichten. Eines erkennen. Also du forschst jetzt mit Essen, mit nicht übermäßiges Essen. Du hast einfach auf Rohkost umgestellt, fast. Und schaust du dir das Essen einfach auch an, ne? Ich möchte nicht, Essen darf schon noch Genuss sein, aber ich möchte nicht mehr, dass das Essen mich in der Hand hat, sondern umgedreht. Und das ist total spannend, ja. Also du möchtest Meisterin der Emotionen sein und nicht irgendetwas regiert über dich,
dass die nicht gelebte Emotion, die auf das Territorium erbgenetisch, Umfeldgenetik, genetisch gespeichert sind, dass sie dich einfach beeinflussen. Okay. Dankeschön für das Thema. Es gibt ja noch was zu sagen. Aber eben, ich bin immer noch auf die Frage, warum das hier einfach auch Niederbayern heißt. Das heißt, man sagt nicht Niederdeutschland, man sagt Norddeutschland und Süddeutschland. Und in Schwarzwald sagt man auch nicht Nieder... Doch, es gibt Niederösterreich. Gibt es auch. Also ich weiß, dass du damit ein Problem hast. Ich habe damit gar nicht so ein Problem. Das ist einfach ein... Ja, ist ungewohnt. Wo ist Niederösterreich? Niederösterreich ist bei Vöcklabrück. Nein, ich bekomme auf jeden Fall diese Verknüpfung. Ne? Nieder heißt nicht, dass tiefer gelegen, heißt auch niedrig. Ne? Ja, es war es auch lange, also das Vorurteil, und es ist immer noch da, wenn ich so die Menschen so, was, Niederbayern? Es ist noch gespeichert, auf jeden Fall. Ja. Und das hat mir auch die mit dem Mehr im Generationenhaus, die hat gesagt, ich komme jetzt auf den Namen, die schon viele Jahre hier wohnt, in Passauer Gegend, als sie hierher gezogen ist, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor 10 Jahren oder 20 sogar, sagt sie, das war schon noch eine andere Energie, und sie hat sich teilweise geschämt zu sagen, dass sie in Niederbayern gewohnt hat oder mit dem Zug zu fahren. Das war alles so hinterweltlich. Das war wirklich... Es hat sich sehr, sehr gewandelt in den letzten Jahren, aber sie hat, es war irgendwie wie, als wenn Niederbayern abgeschnitten war von den Rest der Welt, irgendwie so. Und der Vorteil ist, dass sie ihre Ursprünglichkeit behalten konnten, der Nachteil ist, dass sie ein bisschen wirklich vielleicht hinterm Mond oder, Also es ist spannend, wie wir das in unsere Arbeit mit einbeziehen können. Das heißt eben, dein Körper reagiert auf das Territorium, auf das Umfeld, und die Genetik, die im Territorium einfach auch gespeichert ist, wirkt auf dich, und du kannst dich nicht entziehen. Ja. Du kannst es nennen, wie hast du es genannt, ich bin Sklave, ich bin abhängig. Ja. Oder du kannst einfach auch das anders sagen, ich lerne, ich nehme raus die versteckte Kompetenz, und das ist die Natürlichkeit, was für dich auch ein Lebensprogramm ist, wieder natürlich zu werden. Ja. Ne? Und gibst du dann einfach auch das, was du hast und das, was du kannst. Es ist wie wenn wir jetzt da so darüber sprechen, empfinde ich so, dass ich einen Teil, mich nicht drüber stellen, aber so einen Teil empfinde ich das so wie, als wenn ich hier so ein in diesem Gebiet was sprengen darf oder was aufdecken darf, dass da diese Gefangenschaft bewusst wird und gesprengt werden kann. Jeder kann sich das dann, eben natürlich in seiner Verantwortung, aber boah, Gänsehaut, also so spüre ich das. Das ist so eine Aufgabe von mir. Ja, jeder Mikrokosmos oder Makrokosmos, jeder Mensch, du hast in dein Territorium, in dein Stadtteil oder in deine Stadt oder Umfeld oder Region, hast du eine Aufgabe, und du könntest durch das Erkennen und Lesen der umfeldgenetischen Informationen in Bezug auf deine Präsenz, auf deine Entscheidung, dahingezogen zu sein, es ist gut, einfach auch zu lesen, welche Möglichkeiten du hast, das Lehren oder das Lernen. Und lade dich dazu ein, nach innen zu gehen und dies einfach auch zu forschen. Also gerne jetzt bin bereit, für eine Person 5 bis 10 Minuten einfach auch zu schauen oder Informationen zu geben, warum du da wohnst, was du da vom Territorium lernen kannst und was du da lehren kannst. Und natürlich durch das Lehren, das geschieht nur in den mächtigen Realitäten, wo du das ganze Territorium genetisch veränderst. Also nicht in gedachte Sätze, sondern wo wirklich du Heldentaten vollbringst, was das gespeicherte, die gespeicherte Minus
das Territorium erkennst und einfach auch in Plus einfach auch verwandeln kannst. Also Telefonnummer ist eingeblendet, ist kostenlos, das mache ich gerne. Du kannst gerne anrufen oder über Skype oder E-Mail senden. Und ich kann dir sagen, jetzt sofort stellst deine Frage. Holt mal das Telefon. Warte mal, ich hole das, nee, das Telefon. Ich, hol's. Ach so. Ich kann dir einfach auch gerne sagen, von hier aus, ich bin geübt, warum du da wohnst, welche Aufgabe du da hast, ob du zufällig da bist, unwichtig ist, oder doch, was eigentlich überall möglich ist, Möglichkeiten hast, dich auszuweiten. Also mir ist noch was bewusst geworden jetzt, ja, durch in der letzten Zeit und jetzt ganz bewusst dadurch, dass du nochmal ansprichst. Also spürt da mal ganz genau rein, ob ihr in kleinerer Wohnung, großem Haus, wie auch immer, fühlt alle Aspekte. Das, was mir jetzt auch noch bewusst geworden ist, dass wir haben wirklich hier viel Platz und viel Raum und ein großes Haus. Und ich habe mein eigenes großes Zimmer, wunderschön. Und ich habe es in dem letzten halben Jahr, seitdem wir hier wohnen, oder fast Dreivierteljahr, kaum genutzt. Es stand immer leer. Und mein Wunsch war immer, mir meinen Raum, meinen Platz zu nehmen, zu gönnen und das auch zu genießen. Und komischerweise war, okay, ich habe ihn eingerichtet, da sind meine Kleider drin, aber ansonsten war ich da nie drin. Und jetzt, in der letzten Zeit, fange ich an, den Raum mir es auch bequem zu machen oder öfter auch mal da zu sein und merke, wow, was das mit mir macht. Und mir das auch zu gönnen. Also guckt wirklich jede, also ich kann da unwahrscheinlich viel lernen. Also was das Umfeld einen spiegelt, ne? Und wie man sich dann da auch verhält. Das heißt, ich kann genauso in einer ganz kleinen Wohnung wohnen und kann trotzdem mir meinen Platz nehmen. Aber ich habe es mir so gewünscht, meinen Platz, meinen Raum, und jetzt habe ich's. Und jetzt fange ich erst nach einem Dreivierteljahr an, so langsam meinen Raum, den ich mir eigentlich erschaffen habe, mir auch wirklich zu gönnen und zu genießen. Das ist spannend. Ja. Ohne mich zurückzuziehen oder so. Genau. Hi Christine, danke. La Mama, wer bist du? Welche Christine bist du? Christine, gib dich zu erkennen. Also wenn ihr schreibt, hallo, hier ist Christine. Wir kennen so viele Christine, Christina, Christiane und was weiß ich. So, ja. Gib dich zu erkennen. Ah, aus München. Hi. Nein. Christine Remus ist aus Thüringen. Ah, Thüringen, ja. Hallo, Christine aus Thüringen. Bist du doch in Thüringen? Schön. Da hast du dir ein... vielen Hunden. Weißt du noch? Mit vielen großen Hunden, die mit dem Wohnwagen kamen. Ach so, ja. Hi. Ja. Weißt du, warum du da warst? Unser Thema ist heute Umfeldgenetik. Weißt du, warum du da wohnst? Du bist im Wohnwagen. Ne? Nein. Also, wohnst du noch in diesem kleinen Haus, also in diesem Haus? Warum du da wohnst und welche Aufgaben du da hast. Okay, wenn sich jetzt niemand traut, dass... Du musst die Nummer einblenden, sonst kann niemand anrufen. Nummer blende ich ein.
Also hier kann man uns anrufen. Wie gesagt, 5 Minuten, nicht länger, kann ich dir gerne Informationen geben. Manche sind später gekommen. Warum du da wohnst, da wo du wohnst, was du entschieden hast, die Sendung, die kann man sich in der Wiederholung anschauen. Umfeldgenetik heißt das. Und es hat einfach mit deiner Aufgabe, Lebensaufgabe zu tun. Okay. Du bist in der Schweiz. Sehr interessant. Nichts mehr mit Thüringen, Mensch, Meier. In der Schweiz, was machen die Thüringer in der Schweiz? Ja, möchtest du wissen, warum du da bist, wo du jetzt bist in der Schweiz? Ja, wie lang bist du? Sie ruft an, aus der Schweiz. Hallo. Ja, da bin ich. Hallo, ja, Überraschung. Ja, es ist schön, euch mal zu sehen. Ich kann nur nicht so sehr lange telefonieren, weil... Du musst den Ton im Hintergrund ausmachen, sonst bringst du dich durcheinander. Ach so, ja, hallo. Okay. Warte, mach ich aus hier. Jetzt höre ich dich, oder? Ja. Hörst du mich? Ja, genau, höre ich. Schön, dass du anrufst. Ja, was treibt dich denn in die Schweiz? Arbeiten. Arbeit, okay. Arbeit. Aber es hat nicht funktioniert. Ich bin gekündigt worden und jetzt bin ich wieder auf dem